Ich glaube ja, viele Menschen wissen es nicht, dass man einen Bohrer, Daniel, 18er Durchmesser, ohne Vorbohren sofort benutzen kann, oder? Hätte ich nicht gedacht. Also ich glaube es nicht, dass es so funktioniert. So, ich wusste es nämlich auch nicht, aber wir haben wieder was von Hugo zugeschickt bekommen. Und zwar einen großen Bohrer, Flowstep. Und Flowstep ist ja jetzt kein Geheimnis mehr, das kennt man ja wahrscheinlich alle. Coole Sache, weil du hast hier eine Flowstep-Spitze. Und jetzt kommt das Thema, ja, die kann man ja aber gar nicht anschleifen. Ja, Okay, schlecht. es gibt natürlich bei vielen Vorteilen auch vielleicht Sachen, die nicht ganz so toll sind, aber haben auch schon viele gesagt, man kann das runterschleifen und man kann ihn dann auch trotzdem als normalen Bohrer nutzen. Dann hat man halt keine Flowstep-Spitze mehr. Also, das ist jetzt nicht so, wenn das hier vorne kaputt oder spitz ist, dass der Schrott ist. Und die Aber ich könnte man denke mal, vielleicht, in der Größe kann man schon anschleifen, oder? ich Wird sag schon mal, schwierig. schwierig, aber ich sag mal so, dafür gibt es auch Werkzeugmacher, die das dann vielleicht nochmal nachschleifen können. So, und dann spielt das aber gar keine Rolle, meiner Meinung nach, weil du bist auf der Baustelle und hast dadurch eine riesen Zeitersparnis und kannst sagen, okay, pass auf, ich baller das jetzt hier durch, hier müssen wir nicht vorbohren. Wir gehen gleich mal auf die ganzen Vorteile vom Bohrer ein. Warum ist der Daniel heute wieder dabei? Weil es einfach cool ist, mit ihm zu fachsimpeln und ihr drunter geschrieben habt, ihr findet es lustig mit dem Daniel. Deswegen habe ich ihn wieder überredet bekommen. Nee, musste ich gar nicht. Er Nee, macht's. Quatsch. Er Mach macht. gerne mit. Das ist schön. So, also die Bohrer finde ich schon mal mega und die Packung, also. Daniel, du weißt selber, wir haben die jetzt schon Ja. einige Tage da. Ja, jetzt kommt auch wieder das Thema. Wir schleifen, bohren natürlich viel Aluminium. Aber auch bei Aluminium ist ein stumpfer Bohrer Sackgang. Okay? Ja. Also das heißt, auch wenn du in weiches Zeug, wir haben Aluminium da, wir haben Stahl da. Das heißt, wir werden auch gleich mal ein bisschen Pröbchen machen, ein Ja. bisschen ausprobieren und testen. Was ja interessant ist, ist Rohr bestimmt, weil auf Rohr hast du natürlich mit der Flowstep-Spitze auch den Vorteil, dass es nicht wegrutscht. Oder was hast Genau. du für Erfahrung? Ja, Flowstep habe ich noch gar keine Erfahrung, muss ich ehrlich sagen. Habe ich noch nie probiert. Aber normale Vorgehensweise, du würdest ankören Ankern, genau. Und als und dann bohren. dann bohren. Vorbohren, nachbohren. Geht natürlich, braucht man nicht drüber reden, dass es nicht so ist, dass es jetzt nicht funktioniert. Haben wir ja jahrelang selber so gemacht. Ging ja nicht anders früher, Ja. weil wir ja auch nur so Bohrer hatten. Aber wenn man jetzt natürlich so ein Flowstep hat, das heißt, auf der Baustelle sparst du dir quasi zwei Werkzeuge. Jo. Richtig? Das heißt, wir haben, wir müssen heute rübergehen. Das heißt, wir haben die Flowstep-Spitze, wir müssen nicht vorbohren. Punkt Nummer 1 gespart, wir müssen nicht körnen. Das heißt, wir brauchen das Werkzeug nicht. Und den der Kollegin. Nach dem brauchen wir nicht. Wir brauchen, sagen wir mal, jetzt einen Achterbohrer nicht. Okay, würde ich jetzt ungefähr nehmen als Vorbohren. Ja. Und ach so, und was ich noch cool finde, dass der hinten schon abgesetzt ist, weil ich habe noch alte Bohrer von früher. Und da hatte ich damals einen Kumpel, der mir die alle abdrehen musste, weil es geht natürlich ums Thema, muss ja ein Akkuschrauber passen. Und hier passt er, glaube ich, nur bis 13 rein. Bis 13 Steht standardmäßig. auch hier 13. 1,5 bis 13 steht auch drauf. Kann man vielleicht lesen. So, und da hast du natürlich schon wieder ein Problem, wenn das hinten nicht abgesetzt ist, gell? Kriegst du nicht rein. So, das ist hier quasi vom Werk aus. Und du hast es gerade schon gesagt, wie heißt dieses hier? Dreikantschaft. Dreikantschaft. Also, das heißt, das finde ich wieder cool. Das dreht sich quasi nicht mit. Ja, das heißt, du machst erstmal das Bohrfutter nicht in den Arsch. Ja? Ja, Dadurch dreht was sich's. immer ganz schnell geht. Genau, da Ja. leiert sich's nicht aus. Oder pff, ja, was heißt's? Ja, meistens gehen ja die Hartmetallspitzen hier drin kaputt. Ja. Und wenn er ein paar Und Mal greift er halt gebohrt nicht mehr. durch, genau, dann greift er nicht mehr. Gerade bei So. kleinen Bohrern. Also, eins, zwei, drei Vorteile. Vier, fünf, weil wir den nicht brauchen. Wir brauchen den nicht, wir brauchen den nicht. Und können sofort loslegen. Und am Rohr geht es halt viel schneller. Das heißt, Baustelle, ach, selbst in der Werkstatt, wenn ich das immer höre, Ja. was, du nutzt in der Werkstatt nur Akkuwerkzeug? Ja, Ja. nutze ich nur. Weil auch in der Werkstatt ist das Zeitersparnis und macht auch viel mehr Spaß als jedes Mal hier ein Kabel. Mir geht es hier schon, das hier. Das haben wir immer noch nicht gelöst. Hatte ich dir das gesagt, was ich da für eine Idee hatte? Ja, die war auch nicht schlecht. Dass wir eventuell ein langes Massekabel irgendwie oben hinhängen, wo man es dann nochmal dran wickeln kann und wir ziehen uns einfach von oben weg, wie diese, was sind das, diese Würfel. Ja, oder hier wie so ein Auszug hier von der Druckluft oder sowas. Das wär doch noch eine Erfindung, ne? Müssten das Massekabel aufgerollt haben. Wäre eigentlich bestimmt cool. Würde, denke ich mal, auch gehen. Ich glaube, Ich weiß halt das aber dürfen wir nicht nicht. ins Video reinbringen. Das müssen wir geheim halten, die Idee. Ja. So. Also, gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir spannen es mal in den Akkuschrauber ein und probieren die Sachen aus. Was willst du denn als erstes testen? Ich würde sagen, wir nehmen erstmal. Ach ja, nehmen wir den gleich, genau. Nee. So, ich wollte nur sagen, hier können wir ja nicht dran. Aluminiumplatte, gell, von Sigmund. Quasi mit den Lupensteinmöglichkeiten noch. Und wir müssen hier rüber auf den Stahltisch. Aber das ist ja nicht schlimm. Da sind wir uns ja auch noch nicht ganz fertig, wie wir das mal hier stellen. Achso, das Rohr haben wir schon. Ja, da wollen wir jetzt gleich mit dem Rohr starten. Können auch gleich mal mit dem Rohr starten. Probieren wir es gleich mal. Das heißt, wir gucken jetzt. Dann könnten wir eigentlich mal, das würde ich jetzt noch mal als Contest machen. Ich würde noch mal hier nutzen, hier nehme ich.
dass man halt vielleicht einfach mal darüber guckt und sagt, was haben wir für eine Zeitersparnis, ja, wenn wir jetzt mit Vorkörn, mit allem Scheiß machen, statt gleich loslegen zu können mit dem Bohren. Bist du zufrieden mit dem Rohr? Ist das besser? Ja. Ist auf jeden Fall stärker. Das ist auf jeden Fall 3 mm Materialstärke. Ne? So, komm, da hauen wir den Bohrer rein. Der Daniel bohrt jetzt das Loch in das Ding. Und das andere Zubehörwerkzeug haben wir ja hier. Dann machen wir mal, mach es erstmal einen Testlauf. Wir wollen ja mal, genau, dass er erstmal testen kann. Genau. Ja? Dann machen wir ein Vergleichsvideo mit Vorbohren. Das heißt, was haben wir jetzt gesagt? 18,5 ist es, gell? 18,5. Gut, los. Dann gucken wir mal. Ich habe jetzt hier passenden Bohrer noch rausgesucht. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich ist dabei immer wichtig. Und hier ist auch noch einiges drin. Ja? Hier. Wichtige Tools und Sachen, machen wir auch noch ein Video drüber, wo wir ein bisschen was zeigen, was wichtig ist. Es sind einfach die Dinge, die dich am Alltag einfach vereinfachen. So, oder hier, gell? Bohrfutter zum Drehen und nicht hier mit dem Schlüssel jedes Mal. Früher habe ich noch so einen alten Schlüssel gehabt, das war voll Katastrophe. Ja. Ja. Sau nervig. So. So, probieren wir es mal, Feuer frei. Natürlich schon Hausnummer mit dem Ding, gell? Erstmal Drehzeigung. Vollgas. Der Holger hat gesagt, bei Stahl Vollgas. Achso, das war Schleifen. Hm. Aber warte mal, ja, mach. Es ist ja nicht so, dass, ja, wir hier nicht alles da haben. Komm, fang an. Ist eigentlich auch nicht verkehrt, Junge. Kannst schon, du darfst. Cut and spray. Rüber drauf. Ja, da geht in Schutz. Ah, ja, das, ja, ist nicht hier an der Lenk rumwickeln. Ja, ja, okay. Gut, gell? Sind wir gar nicht gewohnt. Ja, da musst du den Gang runterschalten, wenn du jetzt bist auf der 4, gell? Ich bin auf der 3. Hat ja, ach, 3, ja, da musst du auf die 2 gehen. Sagt er dir, da musst du gar nicht groß drüber nachdenken. Nächster Drehmoment war ja auch hier oben runtergedreht. Ach so, deswegen, okay, gut, das kommt dann, ja, auch noch dazu. Kommt dann, ja, auch noch dazu. Hajo, und das Ganze dann nochmal auf Zeit, oder wie? Na, hast du denn, du hast ja noch gar keins gebohrt. Nee, ja, ich meine, du wolltest ja dann nochmal... Wir machen jetzt gleich auf Zeit, ja. Gut. Zeit stoppen. Das ist schon ganz schön ordentlich. Ja, es feint ein bisschen. Na ja, gut, es ist auch eine Dreierwandung. Oder Viererwandung. Dreierwandung, Vierer. Ne, Vierer. Ich glaube, Dreier war es. Aber das ist schon. Naja, 3,5 hätte ich jetzt hier gesagt. Ist schon ein bisschen was. Aber er geht gut rein, gell? Also hätte ich jetzt nicht gedacht. So, das heißt, ohne Vorbohren, das ging sau schnell. Wenn du dir jetzt vorstellst, du musst am Tag, keine Ahnung, machst, ich denk gerade so an Hallenbau. Was fällt dir da ein, so gedanklich? Weißt du, das ist eine Halle stellen, das habe ich ja früher mal ein bisschen mitgemacht, so eine Stahlbauhalle hingestellt irgendwo. Ja, ja. Musste viele Löcher bohren, dann musste viel nieten. Musst ja vor Ort dann meistens immer nochmal irgendwie so große Löcher. Na doch, für die Schrauben, ja, wenn du Schrauben, ja, brauchst, da vor Ort. Ja, guck mal. 10er Schraube. 16er Schraube oder sowas, 18er Bohrer. Geht's ab. Ja. Gut, also das war jetzt die Vorprüfung, das heißt, wir brauchen das Handy. So, ich mache jetzt mal den Verdrehschutz raus, damit er nicht wieder stoppt bei der Zeitmessung. Und dann schauen wir nochmal. So, ich zähle bis 3 und dann legst du los. Jo. 1, 2 und 3. So, oh, stopp, na ja, gut, also ich habe nicht ganz drauf gedrückt sofort, aber was denkst du, schätzt du? Ich habe jetzt mal nicht mitgezählt, ich denke mal so 15 Sekunden. Boah, naja, nee, nicht ganz. Ja, doch so viel. Ja, 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 okay. Aber sagen wir mal, vielleicht waren es auch 26, also wir wollen uns jetzt nicht auf eine Sekunde, weil ich ein bisschen später drauf gedrückt habe, weil ich so mit Kamera halten beschäftigt war. So, das heißt, wir haben jetzt die Zeit, Screenshot und ich sag trotzdem, du darfst dir das vorpositionieren. Du darfst auch den ersten Bohrer schon reinmachen, den kleinen. Stimmt, wir brauchen erst den kleinen. Ja, du kannst ja trotzdem dann den nehmen, oder? Ist ja wurscht. Du kannst ja trotzdem den nehmen, auch wenn vorgebohrt. Achso, na wohl, dann ist trotzdem die Fußbälle. Nee, eigentlich darfst du nicht nehmen, hast recht. Nee, eigentlich muss ich den dann nehmen. Das täuscht. Und der sieht eigentlich auch noch ganz gut aus. Deswegen denke ich mal, der wird schon noch bohren. Aber das war, wie gesagt, so einer, den wir hinten abdrehen mussten. Das ist ja ein 18er. So, das heißt, es geht los mit Vorkörn. Und dann gucken wir mal, wie schnell das Ganze geht. Rohr umspannen. So. Gut, also, achso, Handy. Genau, einmal Zeit nehmen. Das heißt, ich zähle wieder bis 3, du legst los und musst als erstes hören. Ja. Ich meine, wir sind jetzt mal ehrlich, es ist klar, es wird länger dauern. Ne? Aber
wir wollen das jetzt hier nicht so dumm rumspielen, runterspielen, aber es ist ja mal die Frage, wie viel dauert es länger? So, und jetzt reden wir hier nur von einem Loch. Bei einem Loch brauchen wir nicht drüber reden und bei fünf Löchern vielleicht auch nicht. Ja? Obwohl es halt trotzdem angenehm ist und Spaß macht. Wenn wir wieder bei dem Thema sind, was ich gerade gesagt habe, dass es viele Punkte sind, wo du Zeit sparst. Aber wenn du viele Löcher bohrst, sehen wir jetzt gleich den riesen Unterschied von normalen 27 Sekunden mit ihm zu, ich bin gespannt. Ne, komm, was schätzt du? Gib mal einen Wert ab. Ich denke mal, ja, so 7-8 Sekunden langsamer wird es sein. 7-8 Sekunden? Ja, ich denke mal schon. Viel mehr nicht? Nee, ich glaube mehr. Also ich würde sagen, du brauchst 1,5 Minuten locker. Eigentlich musst du ja auch so sehen, du müsstest dir ja eigentlich das Werkzeug erst holen. Ne? Ja, ja, gut, nein, komm, wir legen es jetzt schon mal. Aber ich denke, du brauchst 1,5 Minuten für alles. Schauen wir mal. Sag du eine Zahl? Ja, zwar bei 27 Sekunden, ja, vielleicht 45. Ich denke mal, viel mehr wird es nicht ausmachen. Okay. Aber ich zähle bis 3. Wir testen. 1, 2, 3. Ja, das ist ein dickes Rohr. Ja, da muss man schon wenig mehr. So, 8er Bohrer. Erstes Loch. Ja gut, vielleicht war ich mit den anderen Minuten ein bisschen drüber. Okay. Naja, es ist keine Flow-Step-Spitze, gell? Das merkst du 100 Pro. Ja. Weil wir haben ja den normalen Bohrer genommen. Das heißt, es ist schon ein Unterschied. Gut, bei Fein könnten wir jetzt noch zwei Bohrfutter hinstellen, gell? Das ist nochmal der ganz große Unterschied. So. Ich mache mal hier einen. Das habe ich auch für Spuzi, das genau. Müsstest du eigentlich noch selber machen. Gut, das habe ich aber bei dem anderen auch gemacht. Für dich. Oh ja, da ist griffig der Bohrer. Ist auch. Naja. Guck mal, das war jetzt krass. Das heißt, auch obwohl du vorgebohrt hast mit dem Achter, wird es gerade scheiße. Ja. Also ich würde sagen, mit meiner Zeit bin ich nicht schlecht. Jetzt. Und du siehst, die Bohrer sind nicht stumpf, also dass wir hier irgendwas verfälschen. Ich meine, das ist jetzt auch nicht die beste Ausgangsposition, das ist relativ hoch, gell? Das hätte man noch ein bisschen anders machen können. Du sagst, wenn du fertig bist. Ja, er schaltet noch. Oh, eingequält, ey. Gut, ja, vielleicht jetzt, liegt das wirklich jetzt am Bohrer ein bisschen, okay? alleine, aber ich will nicht, dass du das siehst. Weil alleine die Höhe jetzt gerade, gell, wo er halt hier stand. Das war jetzt schon ein bisschen gut. Aber egal, das ist auch auf Baustelle kann es auch so scheiße sein. Genau, es ist. So, sag was zur Zeit oder hast du schon gesehen gehabt? Hab's schon gesehen. Ja, scheiße. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es so lange dauert. Also war ich gut. Ja. Also weißt du, was ich auch nicht gedacht hätte, dass es jetzt so beschissen wird, wo du den angesetzt hast. Das war ja schon scheiße. Ja. Das heißt, obwohl man mit einem Achter. Ja, aber fängst du jetzt an mit einem Fünfer und dann mit einem Zehner und dann. Oder? Ach, nee. Die Arbeit also, macht sich eigentlich keiner. Verbessert uns bitte, wenn wir jetzt dumm sind. Aber ich, also wenn du schon vorbohren musst, dann will ich nicht dreimal vorbohren, oder? So, ja. Da haben wir es. War ein Achter, ja. Ja, das war ein Achter. So, Achter Bohrer, vorgebohrt. Dann hast du gesehen, dass er halt doch mit dem Großen. Hättest du jetzt, was man gerade ja, was ich so gesagt habe, hättest du jetzt den genommen, wäre das natürlich geiler gewesen, weil die Spitze hätte ja schon schöner ins Loch gepasst. Genau, der ist der Spitze. Ja. Hat aber nicht. Weil wir wollten ja ein ordentliches Resultat. Also eigentlich 27 hattest du vorhin. Ja. So, das heißt, wir sind eine Minute, locker eine Minute drüber. So, das heißt, das du hast. Das bei einer Bohrung. Das bei einer Bohrung. Das heißt, du hast 100 Löcher am Dach. Ja. Ne? Zack, 100 Minuten. Und was fällt dir jetzt als nächstes? Also, was würdest du jetzt auch noch sagen, ist noch der Vorteil? Also, nicht nur Geschwindigkeit, sondern. Ja, wie gesagt, die einfache Handhabung. Ansetzen vorher. Das ist viel wichtigeres als die Zeit. Ich mache immer so. Gucken wir mal, ob der Daniel meine Videos guckt. Ah. Ich mache immer so. Was heißt das? Ich gucke viele Videos von dir, aber ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Lustlevel. Ich sage immer Lustlevel. Ja. Ah ja, aber ja. Wir hatten Bock drauf, Hammer, Körnen, vorbohren, wiederbohren. Jetzt hier, wo du weggerutscht bist. Das hat doch jetzt 100% mal weniger Spaß gemacht als gleich mit dem Ding, oder? Ja, so. Das stimmt. Und das ist ja auch so ein. Na, wie du immer sagst, gutes Werkzeug, ne? Macht die Arbeit auch Spaß. Und auch hier, ne? Ist auch immer ein schönes Fach. Wir haben für die wichtigsten Sachen, aber auch natürlich halt für die Sachen, die man auch wirklich jeden Tag braucht. Ich bin kein Freund von, wir kaufen irgendwas, was wir irgendwie, keine Ahnung, einmal im Jahr brauchen. Schon dann irgendwas Cooles, was du halt regelmäßig brauchst. Also, 1 Minute 10 kann man sagen, bist du
langsamer mit dem normalen oder beziehungsweise bist du schneller mit dem Flowstep. Das heißt 27 gegen 1 Minute 37 mit der herkömmlichen Sache. Und das Thema Lustlevel sind für mich zwei Faktoren. Zeitersparnis als Unternehmer, Selbstständiger, mega. Ja. Als wenn du Chef bist oder für die Mitarbeiter. Ja. Du als Mitarbeiter, du hast halt mehr Bock, okay? Weil du sagst, geil, ich kann. Du, pass auf, es ist doch letztendlich so, du läufst zu dem Fach und freust dich schon, weil du weißt, hier ist geiles Zeug drin, es geht einfach geil. Ja, also, ihr habt es gesehen, dickes Rohr, 15er Rohr wahrscheinlich, 3,5er Wandung circa. Gut, wir haben einen ordentlichen Akkuschrauber, das muss man natürlich auch dazu sagen, der geht schon ganz schön ab. Und haben einfach mal den Vergleich gemacht und ich finde es eigentlich ein geiler Unterschied. Und wie gesagt, für mich ist das Thema Zeitersparnis und definitiv Lustlevel eine ganz wichtige Sache. So, ja. Sprich, wir haben hier schöne Zeitersparnis. Ich finde, das ein wichtiges Thema. Ich finde es halt auch, wenn du jetzt so einen Bohrer hast, gell, der mag zwar ein paar Mark mehr kosten. Ja, bestimmt. Aber unterm Strich, was du an Zeit sparst, gell, das ist immer, wenn du gutes Werkzeug hast, hinten draus Zeit sparst, hat sich das dreimal gelohnt. Zeitersparnis, Lustlevel, da kann es auch 5 Euro mehr kosten, bin ich der Meinung. Genau. So, Freunde, ihr habt es gesehen. 4 Werkzeuge, die man auf jeden Fall braucht, gegen 1. Bei mir absolutes Thema, für mich ist es wichtig, der Daniel hat gesagt, für sich auch, für die Werkstatt ist es eine coole Sache. Ja. Die Flowstep-Bohrer gibt es ja auch in den kleinen Varianten, finde ich auch gut, nutzen wir auch, also ich nehme sie eigentlich mit am liebsten. Klar, wenn es jetzt gar keinen Sinn macht, wo du sagst, du kannst die normalen nehmen, dann versuche ich die schon zu schonen, ganz klare Sache. Ich versuche sie immer da zu nehmen, wo es halt auch von der Anwendung her Sinn macht. Ja. Ja. Aber ich erwische mich schon, dass ich meistens die Packung nehme. Mhm. Zeitersparnis haben wir auch gezeigt. Das heißt, Fazit für uns, geile Sache. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Ja oder nein. Und das Coole ist, hier gibt es kein richtig und falsch. Gell? Das ist für mich auch immer wichtig. Hier gibt es unterschiedliche Erfahrungswerte. Es werden Hobbyleute das Video vielleicht sehen. Es werden Berufsschweißer sehen oder Handwerker. Es werden Chefs, Firmenchefs sehen. Und jeder hat da natürlich eine ganz andere Draufsicht oder Perspektive auf die Sache. Aber man kann immer davon profitieren. Auch so eine Firma wie Ruco kann dann sagen, okay, alles klar, die Betrachtungsweise hat man, ich sage mal Helikopterperspektive. Und dann kriegt man vielleicht wieder nochmal eine Information, wo man sagt, ey, wir können das noch optimieren, wir können da noch was verbessern. Also gut und schlecht, finde ich, gibt es in dem Fall immer gar nicht, sondern eher, macht es für meine Anwendung Sinn oder nicht. Ja, Handwerkerfreunde, dann freue ich mich, dass ihr eingeschaltet habt, euch das Video angeschaut habt. Ich hoffe, wir haben das gut rübergebracht und haben die natürlich, also den jetzt noch nicht so lange bei uns in der Werkstatt, da gibt es dann quasi auch nochmal einen Erfahrungsbericht. Das ist nämlich für mich immer ganz wichtig, weil wir arbeiten halt wirklich jeden Tag mit den Sachen. Erfahrungsbericht zu den kleinen hier ist mega, wir arbeiten jeden Tag mit. Deswegen wird es hier nicht anders ausfallen, obwohl bei der Größe ist halt mein Problem so ein bisschen. Wo ist deine Anwendung? Die Anwendung ist bei mir nicht so riesig, was so große Bohrer angeht. Ich sage mal bis 10, 13 ist so bei uns so der Standard. Aber wo man benutzen können, deswegen sieht er auch bei uns noch sehr gut aus, gell, sehr neu, werden wir trotzdem anwenden und nutzen. Ich wünsche euch einen saucoolen Tag, lasst es euch auf jeden Fall gut gehen. Für Fragen alles unten in die Kommentare rein, das greifen wir sehr gerne auf und gehen dann auch nochmal in einem zweiten Video darauf ein. Lasst es euch gut gehen, viel Spaß beim Bohren, aber auch immer dran denken, Drehzahl regulieren und eure Materialien schön coolen, weil es geht ja auch nicht nur bei dem Thema um Vorteile und Nutzen und blablabla, sondern auch um Pflege, dass die Sachen auch so lange wie möglich halten, wenn wir schon hier dabei sind, wie ganz früh gesagt. Ja. Kostet alles ein paar Euro, so eine kleine Kühlungs-, so eine Cutting-Spray-Dose, keine Ahnung, ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf, keine aber Ahnung. Die kann nicht viel kosten. Kann man sich schon nochmal dazu holen. Lasst es euch gut gehen, euer Alulöffel und der Daniel. Bis dahin, ciao. Bis dahin.